Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu Anno 1800, der Open Beta, meine lieben Freunde. Und ich führe euch ein bisschen in das Spiel ein. Es hat sich einiges getan nach der Closed Beta. Und das schauen wir uns mal genauer an. Gehen wir in ein neues Spiel und starten mal die Kampagne. Fortsetzen, genau. Ich spiele erstmal mit mehr Hilfe. Und wir suchen uns einen Charakter aus. Ich würde mal diese Person nehmen. Und ich bleibe bei Gelb. Gelb und was schaut nach den Blitzjägern aus? Was Herrschaftliches. Mit der Fackel hier unten. Ja, das könnte auch was anderes bedeuten. Ich gehe mal mit dem Leuchtturm hier. Fortsetzen. Nee, so heißen wir definitiv nicht. Wir heißen natürlich der Trick Elius. Zack. Wir spielen auf normal. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamit ja. Fischen, ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Und nach dieser kurzen Einführung... Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Nach dieser kurzen Einführung... geht es auch direkt los. Wählen Sie Ihr Schiff mit Linksklick aus und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den Ort, den es auch anlaufen soll. So, zack und zack. Da können wir das Ganze verschieben. Also, da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Genau. Und jetzt müssen wir... das Schiff zu den Fischen transportieren, ne? Wie das ausschaut. Das Dynamit. Du sprengst nur Korallen, du Grobian. Müssen wir jetzt nochmal hier ein bisschen genauer zielen. Sagt mit dem Vorausschauen denken. Noch mehr verkohlter Fisch. Yay. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Hey, warum? Selbst mit den Händen auf dem Rücken wäre ich schneller. Oh. Müssen das schon auswählen. So, zack. Ging das jetzt nicht? Verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf dem Tisch. So, und da tun wir das jetzt einfach mal hier aufsammeln gehen.
Auch da drüben. Und auch da. Und ein Haufen verkohlter Fisch. Bring das frisch dann auf den Tisch. Zum Hafen. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung! Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. So. Das war die neue Welt. Und jetzt gehen wir in die alte Welt. Viel Spaß bei der Zwischensequenz. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Familie. Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritter würde beraubt. Wirst du uns beistehen? Jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. Diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Ja, und da sind wir auch. Im Spiel. Im Ditchwater. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Und ihr seht die Karte. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Ist ziemlich vernebelt. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Genau. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. So, wir haben wir jetzt gleich ein Ziel. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Bauen Sie einen Marktplatz?
Und um den was mal zu bauen, baue ich hier erstmal einen Weg nach oben. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 breit, deswegen habe ich 5 Platz in der Mitte. Ich mache erstmal so, verbinde das so und stelle hier einen Marktplatz rein. Mach das mal so. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Yay! Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? So. Da du so gerne verantwortlich. Jetzt können wir hier erstmal die Ruinen dann wegmachen. Tun wir dann machen, wenn wir hier drauf tippen. Trauerfeier dir allein zufallen. Aber wir brauchen natürlich erstmal Straßen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Und natürlich, oh, hier fehlt noch eine Straße. Und wir brauchen natürlich erstmal Holz. Was waren die? Ja, genau. Holz, das kriegen wir von hier hinten. Stelle ich immer zwei Hütten hin. Und stelle ich hier mal ein Lagerhaus zwischen. Was wir jetzt natürlich noch nicht bauen können, aber der Blueprint ist schon mal vorhanden. So. Und auch. So. Und den können wir dann hier mit verbinden. Boah, das passt ja perfekt. Sehr gut. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. So, und jetzt brauchen wir hier Bretter. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Hayward Good spricht von der goldenen neuen Ära für Good and Sons. Wobei er tapfer die Brüder trägt, die Bürde trägt, die sein verräterischer Bruder vor seiner Tür abgeladen hat. Verräter stirbt mysteriös in Haft. Berichten zufolge konnte Samuel Good die Demütigung eines Prozesses nicht ertragen. Nur wenige wohnten seiner Beerdigung bei. Jedoch mehr als dieser Judas je verdient hätte. Affäre um Inselverkauf. Das Imperium ist erschüttert wegen des Verkaufs der strategisch wichtigen Insel Prosperity. Sammelgut beschert der jungen Königin aufgrund seines Akts des Hochverrats die erste handfeste Krise. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Ja, da tun wir hier erstmal. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Ein bisschen das so machen. Weiß nicht, ob das hier ankommt jetzt hier unten. Aber wenn ihr Karren fahren. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während doch schon sich mal unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Die benötigen Lager. Okay, dann müssen wir sie verschieben. Das setzen wir sie mal hier unten hin. So. Die Waren stapeln sich hier. Haben sie ein Lager? Irgendwas fehlt immer. Jetzt kommen sie aber hier nicht mehr ran. Dann müssen wir
das vorerst mal dahin verschieben. Das passt schon. Genau, jetzt gibt es hier eben die Ruinen. Und jetzt kann man die nacheinander hier entfernen. Ganz praktisch. Also es fängt quasi auch komplett anders an. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? So, jetzt haben wir hier harter Tag. Den Blaupausenmodus entfernt. Jetzt können wir das wieder hier hinter ziehen. Ups. Nee, so machen wir das kaputt. Wir kriegen ja nicht zwei nebeneinander. Ja, dann lassen wir das so. So. Zack. Und da haben wir das. Und da können wir auch hier die zwei Blaupausen dann errichten. Sind hungrig. Genau, errichten sie hier ein wenig Fisch. Das werden wir auch tun. Tun wir mal ja zwei hinstellen. Und die kriegen natürlich auch gleich einen Wegeanschluss hier. So. Räumen wir gleich mal hier drüben auf, wenn das geht. Ey, da brauche ich noch ein paar mehr. Beherbergen Sie 100 Bauern, genau. Bauen wir mal ein paar Bauernhäuser. Die Richtung bietet sich da aktuell ziemlich gut an. Auf jedem Feld wächst auch. Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten du siehst dort mal nach. Ja, das machen wir auch. Hier zum Beispiel da. Warum geht das nicht? Da geht's zwar. Genau, da ist der Balken. Da sind wir wahrscheinlich noch zu wenig Einwohner, weil das ja auch ein ziemlich großes Gebiet ist hier. Kommt ja immer drauf an, wie viele Einwohner man hat. Und aktuell steht die Zahl auch in Rot da, deswegen können wir hier noch ein Bauernhaus errichten. Dann schaut es doch schon wieder gut aus. Können wir sowas gleich machen? Nee, das geht nicht. Dann können wir hier jetzt die Bauernhäuser. Sie haben schon mal ein aufbauen. Neues Zwischenziel erreicht. Ja, genau. Jetzt geht's. Neue Stadt Stardos Dorf. Jetzt können wir auch hier uns das Holz holen. Die Zufriedenheit wird von vielen Faktoren beeinflusst, beispielsweise vom Zugang an Luxuswaren. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Genau, das hier. Das sind die Grundbedürfnisse hier, Arbeitskleidung, Nahrung, Marktplatz und das sind die Zufriedenheiten, Arbeitsbedingungen, Inselfrieden, Umweltverschmutzung, Zeitung, Luxus. Und da brauchen wir Schnaps und ein Wirtshaus. Erfolg braucht benötigt Kleidung. Genau, und da tun wir hier mal eine Schafsweide hinstellen. Ich mach das jetzt mal da. Und zwar klicken wir da drauf. Ach, da geht nicht. Okay. Machen wir das so. Tun wir das ja mal aufräumen. Hüttenruine. Und den können wir auch gleich bauen.
Machen wir gleich mal zwei von, weil hier natürlich auch erstmal das Holz einsammeln. Na, das war jetzt aber falsch. Zack, nichts überstürzt sind. Hier werden jetzt auch drei Felder gebaut. So. Genau. So schaut's aus. Und die Schnapsproduktion muss auch laufen. Und da stelle ich jetzt mal hier so. Ein paar Felder auf. Wie viel habe ich noch? 45. Oh, das passt ja perfekt. Cool. So, und jetzt erstmal Wohnhäuser. Wohnhäuser, Wohnhäuser, Wohnhäuser. So, die brauchen natürlich auch einen Weg, wo sie langlaufen können. Und ich frage mich, ob ich das jetzt in Angriff nehmen kann. Nein, noch nicht. Schade, Schokolade. Ja, das Symbol bedeutet zu wenig Arbeiter. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Ja. Es fehlt an Bauernarbeitskraft. Aber die kommt sofort. Die kommt sofort. So, jetzt muss man ja aufpassen. Weil es wird jetzt... Achso, das haben wir schon gebaut. Es könnte jeden Moment ein Feuer ausbrechen. Stellen wir hier eine Feuerwehr hin. Oder... Stell den mal ein bisschen ja, stell sie mal so hin. Ich kann nämlich hier jetzt auch ein bisschen Deko hier hinstellen. Ein paar Apfelbäume und hier kann man einen Weg ziehen. Und da haben wir doch hier schon eine kleine Idylle geschaffen. Weiß gerade gar nicht, wie ging der Optionen, Steuerung, Bildschirmfoto. Wie ging der freie Modus gleich einmal? Ist das jemand? Freie Modus. Ich probiere einfach mal. Eins. Genau. 11 Points. Da können wir auch schon uns ein bisschen angucken. Und ich finde, das schaut doch schon ganz nett aus. Das schaut doch schon ganz nett aus hier. Klar aufgeteilt und auch der Marktplatz ist schon gut besucht. Spielstand gespeichert. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Muss natürlich auch ein bisschen auf Dekoration gehen, aber trotzdem ist die Bevölkerung unzufrieden. Deswegen bauen wir jetzt mal eine Taverne und die passt hier nicht rein. Aber die passt so hin. Da können wir hier wieder ein wenig Dekoration hinstellen. Und wir können auch mal einen großen Baum nehmen hier.
können wir da hinstellen. Und da hinstellen. Hier können wir einen kleinen Brunnen hinstellen. Zack. Das passt doch alles. Hier können wir wieder einen Weg. Wunderhübsch. Wunderhübsch. So, das bringt es jetzt hier rüber. Oh ne, das bringt es jetzt zum Lager. Und ja, genau, das hat alles Zugriff zum Lager. Oh, hier ist ein Stern. Was ist denn hier los? Einwohneraufgabe. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Bäumen bietet Ihnen eine Wimmelbildaufgabe an. Ich hätte eine ehrliche Arbeit für Sie. Los. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Finden und holen Sie die Wildtiere. Habe ich eine halbe Stunde Zeit für? Wimmelbildaufgabe. Finden Sie die Wildtiere. Können wir die Ruine jetzt hier abreißen? Nein. Sie brauchen mehr Bürger, ja genau. Finden und holen Sie die Wildtiere. Was, im Ort, oder? Nee, im Ort ist nix. Oder? Ach doch. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Wunderhübsch. Gefällt mir. Obwohl hier oben die Bilanz auf Minus steht. Das wird aber noch besser. Das wird besser. Definitiv. Aufgabenbereich. Halten Sie Schnapsversorgung auf 70% für eine Minute. Dicke Bretter. Bauen Sie ein Lagerhaus und stellen Sie eine Straße. Verbindung, ein Konto her. Das hab ich schon gemacht. Schon gut. Ich ahnte bereits, es würde schief gehen. Hab ich doch gemacht? Oh. Das war wahrscheinlich jetzt nicht so clever, das wegzuwichsen. Der Zinnabbau hat dieses Eiland verwüstet. Ahand erinnert sie daran, dass die Leute einen Ort benötigen, an dem sie sich ausruhen, feiern, trinken und sich von der harten Arbeit erholen können, die sie beim Beseitigen der Ruinen leisten. Ein bisschen Schnaps und ein Wirtshaus würden sie bei Laune halten. Versorgen wir auch mit Schnaps, ja, bin schon dabei, um glücklich zu machen. Ach Moment, wir brauchen ja noch diese Distillerie, ne? Die haben wir noch gar nicht gebaut. Bam. Und Kartoffeln, dann 30 Sekunden und der Schnaps auch, also 1:1. Wie ist das hier jetzt bei der Wolle? 30 Sekunden und Kleidung auch 30 Sekunden. Immer ein bisschen wichtig, das ist nur eine einfältige. Dann hier dauert 15 Sekunden und das auch 15 Sekunden, das kann man 1:1 bauen. Genau. Upsala. Nein. Da, das weg. Spielstand gespeichert. Wir hatten jetzt schon einige Kartoffeln. Genau, wie geht's denn unseren Einwohnern hier? Zufriedenheit ist überwiegend eigentlich gut. Inselfrieden plus 5. Luxus, Volk schätzt einen angenehmen städtischen Lebensstil. Arbeitsbedingungen 0. Umweltverschmutzung. Okay. Machen immer mehr Minus. Ich stelle jetzt mal hier unten nochmal 6 Wohnungen hin. Also 6 Häuschen.
Und wir regen auch nochmal die Schnapsproduktion an. Ich stelle meine zweite Anlage hin und werde auch hier eine zweite bauen. Ups, die tue ich immer eins nach da verschieben. Zack. Da können wir nämlich dazwischen den Weg bauen. Schaut bestimmt auch gar nicht mal so übel aus. Und kann das Lagerhaus noch erreichen? Boah, gerade so. Gerade so. Ich weiß nicht, Uns fehlen Waren. Warte mal, ich kann hier noch einen nach drüben schieben. Und kann hier mal den Weg weiterführen. Zack.